Zählt ein Menschenleben mehr als ein anderes? Was passiert, wenn Relationen plötzlich keine Rolle mehr spielen? Gerade wenn es um Corona geht. Ich möchte Ihnen das am Beispiel Afrika etwas näher erklären. Der weltweite Lockdown hat Sorge getragen, dass die Lieferketten weltweit zusammengebrochen sind. Enorm davon betroffen Afrika. Das bedeutet, dass gerade in Afrika viel mehr Menschen hungern, an Hunger sterben, dass die Armut weiter voranschreitet und dass Impfungen, Maßnahmen gegen Ebola, Malaria und HIV gerade nicht stattfinden, weil das Thema Corona alles überlagert. Die WHO hat gemeldet, dass man im schlimmsten Falle in Afrika davon ausgeht, dass es 400.000 Corona-Tote geben würde. Die Zahlen sind nicht ganz verlässlich, weil wir alle ja wissen, dass Afrika ein sehr junger Kontinent ist und junge Menschen eigentlich weniger an Corona sterben wie eben ältere Menschen. Aber um diese 400.000 Menschen zu retten, ist man gerade bereit, 15 bis 20 Millionen Tote an Hunger, an Ebola, an Malaria in Kauf zu nehmen. Kommt uns das bekannt vor? Aus Deutschland? Wie viele Operationen werden gerade nicht durchgeführt, weil man Corona vorrangig behandelt? Man nennt das alles einen Kollateralschaden. Das heißt, man nimmt gerade vieles in Kauf, auch Menschenleben, weil man sich stark auf Corona fixiert, auf eine Impfung, die danach folgen soll. Und auf der anderen Seite sterben 10-mal, 20-mal so viele Menschen. Stimmt die Relation noch? Denken Sie mal drüber nach.